Hallo, heute bin ich mal in der Natur unterwegs. Ich besuche einen kleinen Weiher, der am Rande des Schwarzwaldes angelegt wurde. Vorsichtig und ruhig schleiche ich mich an ein paar Stockenten an, die im Gras nach Nahrung suchen. Es ist schon anstrengend, den ganzen Tag nach Futter zu suchen. Also erstmal ein kleines Päuschen. Immer wieder fliegen Libellen herum. Es ist sehr schwierig, sie fotografisch festzuhalten. Recht laute Artgenossen sind die Teichfrösche. Sie quaken nicht nur alleine, sondern auch manchmal im Chor. Zu Besuch an dem kleinen Weiher ist heute Familie Stockente. Die Mutter gründelt tief am Boden und sucht immer nach Futter. Die Kleinen. Ich zähle 7 Küken, rasen wild herum. Ob die Mutter sie auch wieder alle einfangen kann? So schnell, wie sie gekommen sind, verschwindet auch Familie Stockente wieder im Wald. An einem schönen Tag im Frühling lerne ich den Gastgeber des Weihers kennen. Familie Blessun mit 4 Küken. Alle 4 Küken wollen ins wärmende Nest kommen. Mal sehen, ob es auch klappt. Ich muss zugeben, bis jetzt wusste ich nicht viel über Blässhühner. Aber heute kann man ja alles nachlesen oder googeln. Blässhühner sind weit verbreitet. Es gibt sie in Mittel- und Osteuropa bis Sibirien. Auch in Nordafrika und sogar in Australien wurden sie gesichtet. Sie leben in kleinen Weihern und Seen. Manchmal sind sie auch an langsam fließenden Flüssen zu finden. Wichtig ist doch, dass sie viel Gras und Schilf haben, um ihre Nester bauen zu können. 2 Wochen später erfolgt mein nächster Besuch bei Familie Blessun. Ach, ich zähle nur noch 3 Küken. Eins hat wohl nicht überlebt. Ihre Nahrung
besteht hauptsächlich aus Wasserpflanzen und Gras, sowie Insekten und deren Larven. Der Name des Blässhuhnes kommt von der sogenannten Blässe auf ihrer Stirn. Blässhühner sind etwas kleiner wie Haushühner. Sie werden bis zu 38 cm lang. Das Weibchen bringt ca. 800 Gramm auf die Waage, die Männchen leider nur 600. Mein nächster Besuch wieder 2 Wochen später bei schönem warmen Abendlicht. Ich schaue eine Weile zu und stelle dabei fest, dass ich nur noch ein Küken sehe. Wo die anderen sind, weiß ich nicht. Wieder sind ein paar Tage vergangen und ich besuche die 3 Blässhühner noch kurz vor Sonnenuntergang. Immer noch ist die Hauptbeschäftigung das Füttern des Jungen. Frau Blässhuhn macht sich fertig und säubert ihre Kleidung. Es ist wohl Zeit, ins Nest zu gehen und für mich den Abschied einzuleiten. Macht's gut, bis nächstes Jahr, ihr Blässhühner.